Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ja, Song of Horror. Oh wei, oh wei. Nicht wundern, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin immer noch erkältet. So. Ich hoffe, diesmal ist Deutsch. Also ich meine jetzt nicht nur Untertitel, ich meine jetzt Spiel. Wie bekannt vor der Raum. Wie aus einem anderen Spiel. Sehr kurios. Okay. Wie gerade eine Lehre, Jan. September? Nee, September, da war ich so ja schon in der Lehre. Das ist der erste Monat. Daniels Wohnung, meine? Home sweet home. Tee machen. Okay. Oh, crikey, seriously. Mikrofon wieder angemacht, ja. Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? Oh, you're... This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine.
Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. Ingeborg ist von der Schule gekommen. Well, we'll habt ihr Hilfe frei gehabt? Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. Nur im Fall. Lehrer wissen nicht, was sie mit dem machen sollen. Fängt ja schon toll an. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. Heute ist Mittwoch. Die erste Woche, wo jetzt wieder richtig Unterricht ist, von Montag bis Freitag. Und am Mittwoch, am dritten Tag, in der ersten Woche, wissen die Lehrer schon nicht mehr, was sie mit den Kindern machen sollen. Und sie wird früher nach Hause schicken. I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that. Weiter hier. Ach, die Ladezeiten, ey. Das ist ein Golf 2. Ein weißer. So habe ich auch einen gehabt. Aber meiner hat noch Gesundheit. Meiner hat noch die Dreiecksfenster gehabt. Läuft aber wohl lahmarschig, ey. Jetzt hier ist da schnell hoch. Hallo? Das ist aber ein Bug. Is that music? Durch die Tür durchgehen ist eigentlich nicht so. Better take a look. Someone playing a music box. Ich hab da gerade die Taschen. Okay. Also Bugs sind hier auf jeden Fall noch drin. Blöd, wo ist diese scheiß Spieluhr? Door there.
Da kommt die Spieluhr her. Wer geht denn schon freiwillig in einem fremden Haus in einen dunklen Keller? Das macht man doch nicht. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. Ja, wir gucken mal nach, das interessiert ja auch mal viele. 44 Trophäen, da wird Platin mit bei sein. Jo, ist mit bei. Aber so gut wie alle, so wie, oh, ja, so gut wie alle versteckt, damit man halt nicht gespoilert wird. Just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. Ich überspringe jetzt mal. Ich will wissen, was mit dem da in dem Kellerding passiert ist. Wir sind hier jetzt in den Keller gegangen. Ich will wissen, ob wir mit dem jetzt weiterspielen können. Nimm mal den Säufer. Oh, ich muss mich in einer Stunde muss ich mir umziehen. Wenn die Kleine aus dem Kindergarten. Also die Ladezeiten sind schon echt nervig. Und die spielt schon auf der PS5. Na gut, gab's auf der externen Platte.
Entschuldigung, ich habe trockenen Hals. Why is the door open? Schlüssel. Mit dem X ist manchmal echt beschissen. Manchmal will er das nicht gleich annehmen, da muss man dann. There's something on the counter.
Ich will aber gar nicht nachsehen. What was that noise? Verschlossen? Da können wir irgendwas machen mit der Küche? Hier ist nichts zu machen. Also ich bin ein Stück weiter. Bei dem Kabel ist was zu machen. If there is anybody in the house, I must find them. Knicht nicht. Sicherungen drin. No.
Bibliothek kann ich auch was machen. Achso, ja, das. Ich krieg halt dieses Schubfach nicht auf. Wenn ich das Schubfach aufkriegen würde, hätte ich schon mal einen Schlüssel. I should take a look on this floor first. Hast du das eigentlich gelesen? Ich muss irgendwas übersehen haben. Hier unten kann man irgendwo was machen. Verbrennen. Ich hab nichts zum Verbrennen. Es sind hier so viele Bücher und ich kann keins verbrennen. Zigaretten, die da dicht, sieht aus wie Kabinett würzig. Also steht zwar jetzt eine Strophe, aber unten braun, oben weiß, das ist Kabinett würzig. Die habe ich früher immer gerucht. Ist eine Ostmarke, also die kennt kaum einer. Also im Westen kennt die, glaube ich, keiner. Also im westlichen Bundesländern. Herrgott im Himmel, kurz die Türken.
Können den Kamin anmachen, kriegen aber nicht an, weil wir nichts zum Anzünden haben. Also anzünden ja, aber nichts zum Verbrennen haben. Die Bibliothek kommen wir alle Schlüssel nicht ran, weil wir nichts haben, um diese Schubfach da aufzuhebeln oder so, damit wir da an diesen Scheißschlüssel kommen. In die Küche, da ist ja der Schlüssel, da müssen wir ja rein. Haben wir aber auch noch die Pfütze mit dem Wasser und mit dem Stromkabel. Ich übersehe garantiert wieder irgendwas. Nur was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich, aber ich weiß nicht was. Später gucken. So, wir sind jetzt aber auch schon bei über einer halben Stunde anzocken. Ich würde sagen, das reicht. Das ist ein schönes Horrorspiel. Die Steuerung ist nicht immer ganz so präzise. Macht trotzdem Spaß. Die Grafik, habt ihr gesehen, da war so ein bisschen backig. Ein paar Bugs waren mit bei. Aber hier so geht, ist okay, würde ich sagen. Ja. Ich bin mal gespannt, wo da noch hingeht. Und irgendwo, habe ich einen Dreher drin. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ich werde nochmal alles von vorne abklappern und gucken, wo da was sein könnte, wo ich irgendwas übersehen habe. Vielleicht kann ich doch mit dem Stromkabel schon was machen. Aber das wird jetzt für das Angezockt ein bisschen zu lang. Ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.